Wie schön, Andi. Du kannst die schönsten Grimassen machen. Die Leute werden dich nicht sehen. Herzlich willkommen in unserem Camping zu Hause. Ziehst du Papa aus? Ach so. War das ein Rübser oder ein Furz oder beides? So, ne, Anni? Oh, du kannst dich hinstellen. Wollen wir das mal den Leuten zeigen? Gut, in diesem Sinne. Bis. Sie kackt. Später. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist noch relativ früh. Deswegen ist es auch noch relativ dunkel. Ja, ein herzlich willkommen aus unserem Schlafgemach. Wir machen heute eine kleine Zelttour. Sieht ein bisschen aus, als ob ich auf dem Klo sitze. So, ein bisschen wacher um die Augen. Unser Schlafgemach sieht im Prinzip unspektakulär aus. Was man erwähnen muss, ich werde jetzt nicht auf jedes Detail von diesem Zelt eingehen, weil es ist ein recht professionelles Zelt. Wenn ihr dazu Fragen habt, in die Kommentare schreiben, denn das würde euch, glaube ich, ein wenig langweilen. Aber was man sagen muss, hier drin, also das ist ein Riesenzelt und in dem Zelt ist nochmal so ein Extrazelt hier. Und das ist nichts anderes als ein Baumwollstoff. Und dieser Baumwollstoff hat die Funktion, dass unsere Ausdünstungen nachts etc. und die Ausdünstungen, die so von der Natur auskommen, so ein bisschen aufgefangen werden. Das ist also reine Baumwolle und das ist immer zu. Ne, hier geht's quasi, man sieht so ein bisschen im Hintergrund, da ist der Ausgang. Da ist immer geschlossen, das heißt, wir sind ja auch abgekapselt von etwaigen Insekten, Kriechtieren. Hat man immer beim Zelten oder die Leute, die jetzt nicht so oft campen, ein bisschen Bammel vor. Dass man da einfach in einer Horde Ohrenkneifer sitzt oder sowas. Ist mit diesem Zelt nicht möglich. Also auch ziemlich cooles Schlafklima einfach, dadurch, dass man hier in so einem Baumwoll-Kokon schläft. So, jetzt aber mal zur Sache. Hier seht ihr unser Schlafgemach. Das ist wie so ein Familienbett. Hier schläft der Papa, da schläft Mareike und Anni am kleinen süßen Fenster. Da haben wir ein kleines Licht hängen. Das hat auch eine coole Nachtlichtfunktion. Also das ist ziemlich optimal. Und hier ist dann so Wickelecke mit unseren ganzen Windeln, den Unterlagen, was man alles so braucht. Hier legen wir die Kleine dann hin. Ja, und das ist so unser Kistensystem, was wir vom Einpacken oder was ihr vom Einpacken vielleicht schon kennt. Jeder hat eine Kiste, Papa, Mama und Anni. Und das ist unsere übrig gebliebene Kiste. Ich glaube, das war die Küchenkiste oder die Elektrokiste für unsere Dreckswäsche. Das sah am Anfang noch extrem geordnet aus und ist jetzt einfach das komplette Chaos geworden. Aber wir haben alles im Chaos-System. Also man kommt hier richtig geordnet an. Das Einzige, was wirklich noch geordnet ist, ist die kleine Anni. Die ist nach wie vor relativ sortiert. Die Eltern leben aus dem Chaos. So ist es. Was man noch erwähnen muss vielleicht, was auch ziemlich cool ist, als Tipp. Ach, es gibt so viele Camping-Hacks und Camping-Tipps. Ich möchte euch nicht langweilen, aber das sind so coole Beutel. Die haben wir mal damals für unser Indien-Backpacking-Trip gekauft. Und die sind noch immer in Funktion. Das sind diese coolen, steht sogar drauf hier, was da drin ist. Underwear oder Socks. Also das ist, hat man wenigstens seine Unterwäsche ein bisschen geordnet. Was uns auf jeden Fall in der Anfangszeit den Popo gerettet hat, ist hier das Ding. Ein Standventilator. Haben wir tatsächlich, ich habe gesagt, ich nehme einfach mit, weil es war angesagt hier, dass es brutal heiß wird. Und das ist schon ein sehr guter Stoff von dem Zelt. Das ist so ein Leinenstoff, der also auch kühl hält, wenn da Sonne drauf knallt. Nicht so ein Plastikzelt, wo es sich extrem aufheizt. Aber nichtsdestotrotz ist so ein sanftes Lüftchen um die Nase beim Schlafen Gold wert gewesen. Und hat wirklich, wirklich, wirklich seinen Soll schon erfüllt. Das ist also so, ja, unsere Schlafsituation. Und den Rest gibt's gleich. Dieser Hahn. Hier gibt's freilaufende Hühner. Und dieser Hähne, es gibt zwei oder drei, bekriegen sich einfach Tag für Tag. Was ist das für ein Leben? Die wachen morgens auf und haben nur Stress. Jetzt geht's eins weiter Richtung Innenzelt. Und jeder, der zeltet, kennt dieses Geräusch. Oh.
kriegt man Gänsehaut, wenn man nicht im Urlaub ist. Und das ist das erste Geräusch, worauf man sich freut, wenn das Zelt steht. So, ihr befindet euch, hier war das Schlafgemach, wo wir gerade rausgekommen sind, jetzt in dem Rest des Zeltes. Es ist also quasi zur Hälfte geteilt, dort schlafen. Und hier ist ein Aufbewahrungsraum, so kann man es glaube ich nennen, in der Ecke hier. Ist zum Beispiel ganz viel Kabelsalat, da sind ein paar Taschen. Und was bei dem Zelt besonders ist, es hat wenig Stangen und wenn, dann sind die rund. Und das ist beim Zelten immer ein Problem mit den ganzen Sachen, die man irgendwo unterkriegen möchte. Man möchte nicht alles auf den Boden stellen, weil das wird ja doch mal ein bisschen klammer. Das heißt, wir haben uns jetzt beholfen und das ist ein ganz cooles System mit diesen Gummidingern hier. Kennt glaube ich auch jeder aus den Autos. Und haben hier überall, ihr seht das immer mal wieder im Hintergrund, so die Sachen gespannt, wo wir den ganzen Organizer dran geheftet haben, wo die ganzen Dinge, Utensilien, die man so hat, einfach reinkommen. Das ist die eine Ecke, die andere Ecke hier unten, die ist relativ leer, wie ihr seht. Da haben wir eine Decke ausgelegt, damit es nicht so ganz so feucht vom Boden her ist. Da hinten haben wir so eine kleine Anni-Lese-Spielecke. Momentan ist es ja so heiß hier, dass wir also uns gar nicht hier in diesem Vorzelt quasi aufhalten, sondern immer draußen sind. Und ja, wir haben jetzt das Zelt quasi noch angebaut, seht ihr gleich. Es geht eigentlich jetzt noch ein Stück weiter, vielleicht sieht man es hier ganz gut. Es geht eigentlich bis da und wir haben jetzt noch ein Stückchen dran gebaut, weil es in den nächsten Tagen gewittern und regnen soll. Und so haben wir hier noch eine riesige Fläche, wo wir im Trockenen sitzen können und auch so die ganzen Möbel von draußen einfach unterstellen können. Das ist so das Vorzelt und dann gehen wir mal weiter. Deutschland. Schon wieder in Deutschland. Und irgendwie haben wir es nicht geschafft, noch mehr zu filmen im Urlaub. Wir haben ihn dann sehr genossen und tatsächlich viel Kamera und Handy weggelegt, zur Seite gelegt, muss man auch mal einfach sagen. Wir haben tatsächlich gerade mal durchgeschaut und keine Aufnahmen von außerhalb des Zeltes, was ich euch noch angekündigt hatte, aber gibt's nicht. Genau. Ja. War einfach auch ein bisschen anstrengend. Genau, die erste Woche war ja so super anstrengend, dass wir, als es dann endlich Zeit zum Genießen war, wir das auch gemacht haben und jetzt nicht ständig darauf geachtet haben, dass wir genug Material für euch sammeln. Sorry. Sorry. Ja, und irgendwie sind wir jetzt schon wieder hier. Das stimmt. Und haben dann überlegt, machen wir trotzdem das Fazit und alles für euch jetzt nochmal hier. Was wir euch auch noch schuldig sind, ist die Fahrt. Da haben wir tatsächlich auch gar keine Aufnahmen von gemacht oder wenige, weil sie gut lief. Genau. Wir haben, oder du hast quasi... Ich habe uns einen Reboarder besorgt. Ich bin mega stolz. Ich bin mega stolz. Deine erste Kooperation. Ja, mit meinem kleinen Account, ja. Ja. Ja, also wir wollten ja sowieso auf den Reboarder umsteigen, weil Anni einfach in dieser Babyschale ganz schlecht Auto gefahren ist. Und wir haben gesagt, wir wollen das halt rechtzeitig vor dem Urlaub den Wechsel haben. Und hatten sie dann im Fachgeschäft auch ein bisschen Probe sitzen lassen. Und da kamen eigentlich nur noch zwei in Frage. Die habe ich beide angeschrieben. Probieren kann man es ja mal. hätte das nicht geklappt, hätten wir den einen von beiden so oder so gekauft. Genau, aber es ist dann der ein Cybex geworden, der Siriona S-Ice heißt. Genau, und wir sind super zufrieden mit dem. Denkt sich eigentlich solche Namen aus? Keine Ahnung. Ja. Wir wollten auf jeden Fall einen Reboarder, weil einfach das Rückwärtsfahren viel sicherer ist als Vorwärtsfahren und solange sie irgendwie das mitmacht mit Rückwärtsfahren, werden wir das auch machen. Wir haben auch Freunde, da fahren die noch, die sind 4, 5 Jahre alt, die fahren noch rückwärts. Ja. Und so. Genau, das war uns halt wichtig und uns war wichtig, dass sie gut sitzt und ja, da sitzt sie halt Bombe drin. Als kleiner Tipp, geht wirklich in ein Geschäft und probiert's aus. Also die hat ja mal ein böser Follower geschrieben, natürlich passt das alles, weil das ist ja Kooperation. Und Mareike hat dann genau, ganz trocken zurückgeschrieben, nö, wir sind in ein Geschäft gegangen, haben die überall reingesetzt. Und dann haben wir die zwei angesprochen, die es halt, wo es gepasst hat. Genau, also sie saß auch in einigen ganz schlimm oder komisch drin. Da war sie so wie verloren. Sie ist ja eher ein ganz schmales, langes Persönchen. Luder. Luder. Genau, und das hat halt so super gepasst. Und im Cybex
Wir hatten ja auch schon die Babyschale von Cybex, ohne Kooperation, aber mit der waren wir auch schon zufrieden. Außer Anni. Die fanden super. Genau. Ja, und dann hatten wir die zum Glück schon ein paar Wochen vor dem Urlaub, den Reboarder, und sie konnte sich gut dran gewöhnen, fand das ab da das Autofahren auch besser. Also sie ist, glaube ich, immer noch kein Fan. Die ist einfach total schnell langweilig. Und so richtig viel schlafen tut sie ja immer noch nicht. Also, genau. Aber es ist wirklich gar kein Vergleich mehr zu früher. Nee, genau. Ist wirklich viel besser geworden. Was noch als Tipp hängen geblieben ist, über Nacht fahren. Also war ich früher gar nicht so der Fan von, weil ich nicht so gut im Dunkeln sehen kann. Aber ganz ehrlich, so nachtblind. Ich bin eigentlich wirklich nachtblind. Wer fährt also? Du oder bis es dunkel wird, ich. Ja, genau. So haben wir das gemacht. Und das war echt super. Erstens für Anni. Die hat da relativ lange geschlafen für ihre Verhältnisse im Auto. Und für uns, die Autobahn waren leer. Das war echt entspannt. Die Rückfahrt konnten wir komplett. Das lasse ich drin. Immer. Die Rückfahrt konnten wir tatsächlich komplett in einem Stück fahren. Ne? Wir sind irgendwie 17:30 los. Wann sind wir los? 19:30 los. 19:30, ja. Irgendwie so. Und dachten, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und da, wo wir dann landen, suchen wir uns irgendwie, keine Ahnung, so ein Hotel, so ein Autobahnraststätte-Hotel. Und sie hat einfach geschlafen und geschlafen und geschlafen. Und wir sind einfach durchgefahren. Einfach schnell Pinkelpause, ne? Ja. Ohne den Motor auszumachen, ja, weil dann wacht sie auf jeden Fall aus. Ja, auf jeden Fall. 700 Kilometer durchgeknattert. Ja. Gut, ich habe einen gestillt zwischendurch, ne? Und das hat sie aber auch mitgemacht. Die hat dann einfach gut weitergeschlafen. Im Auto. Angeschnallt natürlich. Alle. Ja, genau. Angeschnallt. War super. Also haben wir gut geschafft und für sie war es, glaube ich, auch ganz entspannt. So viel zur Fahrt. Genau. Es folgt ein innovativer Schnitt. Jetzt bin ich auch endlich mal gut beleuchtet. Neues Setting. Neues Setting, damit es euch nicht langweilig wird. Ich habe gerade überlegt, ob wir irgendwas anderes mal machen. Aber dass wir jetzt alles umgebaut haben, ist Anni wieder wach, deswegen. Genau, machen wir es ganz schnell. Die meisten Leute werden es gar nicht gemerkt haben. Meinst du? Ganz kurz. Du musst meine Stimme reden. Ganz kurz. Du weißt doch. Da musst du mit meiner Stimme reden. Hallo. Ich habe noch Rückenschmerzen vom Camping. Nein, haben wir nicht. Ja, du hast Rückenschmerzen, weil du hier Steine im Garten geschleppt hast schon. Wollen wir kurz über das Camping an sich mit Kind sprechen? Ganz kurz. Oder wollen wir das lieber ins Fazit packen? Machen jetzt erstmal alles, was man wirklich braucht. Ja, können wir auch. Wie du willst. Alles, was man wirklich braucht zum Camping. Also die aller wichtigsten Sachen ist einfach, wie man schläft. Jetzt steht mein Kaffee da drüben. Oh. Ich habe Fressneid. Kennt ihr das? Immer. Oh, ich hasse das. Kann ich mal bei dir probieren? Nein, es ist mein Essen. Ich esse was? Möchtest du auch was? Nö. Nein. Ich fange an zu essen. Wenn ich mir was bestelle, dann ist das doch. Ich will das auch. Mich doch dafür entschieden. Ja, aber wenn ich was esse und dich frage, ob du was willst und du sagst erst nein und dann siehst du, wie ich esse. Ach so, das meinst du. Dann willst du auch was. Das stimmt. Gut. So, die allerwichtigsten Sachen fürs Camping. Ein Zelt oder was auch immer ihr präferiert. Wohnwagen, Zelt. Genau, das ist eigentlich total egal. Wohnmobil. Das Wichtigste in diesem etwas. Genau, darum geht's jetzt. Darum geht es. Wirklich, was wir euch empfehlen können, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist, wie man schläft. Gut schlafen, genau, ist so wichtig im Urlaub. Ja. Weil sonst kommt ihr wieder und seid gerädert. Und zu gut schlafen im Zelturlaub gehört definitiv gute Matratzen. Also genau, aufblasbare Dinger. Da haben wir damals schon gute Erfahrungen mitgemacht, als wir in den Flitterwochen waren. Hat Mareike mir was Gutes gekauft und damit war ich sehr zufrieden. Und jetzt hast du dir das auch gekauft. Genau. Und meine alte Matratze, die etwas dünnere, hat halt die Anni bekommen. Die braucht ja noch nicht so ein dickes Biest. Die kannst du ja mal. Dickes Biest. Kannst du ja mal verlinken. Ich verlinke euch alle Artikel, die wir so benutzt haben in unserem Campingurlaub, damit ihr nicht lange rumsuchen müsst. Denn das können wir wirklich empfehlen, die Teile. Was noch zum Schlafen gehört, ist ein guter Schlafsack. Du hast deinen seit du 10 bist gefühlt, oder? Ja. Ja. Der ist immer noch super. Der ist immer noch super. Ich habe meinen auch damals in Flitterwochen quasi neu bekommen von dir, so ein Geschenk. Damals hast du noch so viel Geld verdient. Oh, was soll denn das sein? Ich passe jetzt auf unsere Tochter auf den ganzen Tag. Das ist wichtiger als Geld verdient. Das stimmt. Wir sprechen jetzt nicht. Neues Thema. Nächsten Blog. Ah ja. Eltern, Geld. Naja, überhaupt so ein Jahr Kind und so. Okay. Gut. Und für Anni hatten wir tatsächlich auch einen Schlafsack. Ja. Das hatte uns noch eine liebe Freundin empfohlen. Verlinke ich euch auch. Genau.
Der war Gold wert, weil nachts wird es, wenn man im Zelt ist und auf dem Boden schläft, einfach doch echt super kalt. Wir hatten Nächte teilweise von 9 Grad nur, ne? Und da war es schon gut, dass sie da gut eingepackt war. Ich sehe gerade, das sieht ein bisschen putzig aus, weil du viel höher sitzt als ich. Soll ich das hier? Ne? Das passt zu unserer Beziehung. Das ist schon richtig so. Du hast die Hosen an. So. Gut, also Schlafsack. Ja, jetzt fühle ich mich männlicher. Schlafsack wichtig, Matratze wichtig, gut schlafen. Mega wichtig. Kissen wichtig. Jo. Wir haben einfach unsere eigenen Kissen mitgenommen von zu Hause. Jo. Genau, nicht extra Schlafkissen. Das ist halt auch, man braucht jetzt nicht alles super extra neu zu kaufen. Man braucht kein extra Kissen fürs Camping oder extra. Wir haben einfach unsere Sachen mitgenommen. Auch Bettwäsche und Zeug. Einfach unser Zeug mitgenommen. Ja. Ne? Du hast da auf dem Campingplatz Strom und fließendes Wasser. Das heißt, man hat eine Waschmaschine, eine Waschmöglichkeiten. Also das ist echt alles super. Wir waren nicht frei zelten, sondern auf dem Campingplatz. Und da hast du alles da. Wir hatten sogar unseren Standventilator dabei, weil wir wussten, es wird bis zu 40 Grad. Und im Zelt wird es dann relativ warm. Also haben wir einfach einen Standventilator ins Zelt gestellt. Strom angeschlossen. Fertig. Und hatten ein sanftes Lüftchen um die Nase. Ja. Was ist noch ganz wichtig? Dass man gut essen kann. Ja. Mhm. Nein. Naja, kannst du auf dem Boden. Ja, aber dass man sich Essen zubereiten kann. Also irgendeine Kochmöglichkeit wäre ja schon das schlecht. Gaskocher oder sowas. Also ein Gaskocher. Ja. Ein paar Töpfe. Aber da braucht man halt auch erstmal keine Campingtöpfe, sondern kann einfach seine Töpfe von zu Hause mitnehmen. Ja. Wenn die natürlich gasgeeignet sind. Das sollten sie halt schon sein. Ja. Genau. Gutes Zelt. Ein gutes Zelt. Wenn ihr zeltet. Also wirklich da, die müssen groß sein. Also groß müssen sie nicht definitiv sein, aber machen wir nochmal neu. Ein gutes Zelt. Das lässt er drin. Ein gutes Zelt. Naja, dass man halt, wenn es richtig schüttet, nicht komplett nass ist, ne? Das wäre sehr ärgerlich, Das wäre sehr ärgerlich und dann hat man auch keinen Bock mehr weiter zu zelten. Genau. Boah, das war es schon fast an den ganz, ganz wichtigen Notwendigkeiten, ne? Ja. Es ist tatsächlich, Camping ist auch Camping, es muss auch ein Stück weit ungemütlich sein im weitesten Sinne. Um es wieder dann gemütlich zu haben, schön muckelig zu Hause. Also klar kann man jetzt das teuerste und tollste Sitzmöglichkeiten und so kaufen. Wir haben schon echt luxuriöse Sachen. Wir sind Sachen. Schon glamper. Ja, wir sind schon ziemlich glamping. Glamorous Camping. Unterwegs. Wir haben halt richtig gute Stühle gekauft und einen Tisch und auch so einen Kochschrank und so weiter. Das sind aber alles Sachen, die man nicht in dem ersten, hatten wir, als wir zum ersten Mal campen waren, auch nicht alles dabei. Nein. Ne, also das kann man auch sich nach und nach anschaffen. Aber ich würde, bevor man sich irgendwie 2-3 Mal so ein Billigzelt bei Aldi oder bei... Ist egal. Beim Discounter holt. Dauerwerbesendung. So ein Billigzelt beim Discounter holt, würde ich einfach mir direkt was Richtiges holen. Und das haben wir jetzt halt auch gemacht. Ne? Ja. Camping mit Kind, was braucht man da? Also wir hatten von, können wir auch sagen, vom Schweden diesen Hochstuhl, den glaube ich jeder zu Hause rumstehen hat. Der ist halt super praktisch, den kannst du komplett auseinandernehmen. Den kannst ja die Füße abmachen. Passt überall rein. Ja. Den hatten wir dabei für Anni. Der kann auch nass werden. Und sonst für Anni, die Kinder sind halt auch so zufrieden mit wenig, braucht man jetzt echt nicht krass viel. Na klar, müssen die versorgt sein mit Windeln? Stopp. Du wolltest schon wieder. Aber die brauchen jetzt nicht, weiß ich nicht, ihre 5000 Kilogramm Lego-Bausteine damit. Die sind einfach mit einem Stock und ein bisschen Dreck zufrieden. Ja, bitte? Was man aber nicht vergessen soll, und das haben mir ganz viele geschrieben, das Kind. Sind auch viele warme Sachen, weil es ist einfach morgens auf dem Zeltplatz teilweise im Schatten, alles klamm und kalt. Und da muss man auch einfach viele, fast schon Wintersachen oder warme Sachen, ne, bei 9 Grad irgendwie im nassen Rasen spielen, ist schon echt kalt für ein Kind. Und wir hatten tatsächlich auch oft ihr morgens einfach den Bike noch angezogen und haben eine geschrieben, oh, ich hätte nie dran gedacht, den Bike mitzunehmen in Sommerurlaub. Aber gerade sowas ist dann halt, beim Zelten muss man auch für sich selbst, wir haben auch dicke Vlies und alles dabei gehabt. Ne? Man ist halt einfach 24 Stunden am Tag für 3 Wochen unterwegs draußen. Jo. Und dementsprechend braucht man halt auch einfach die Kleidung. Das stimmt. Also für Kinder, was man da dabei hat, ist unfassbar. Der ganze halbe Kofferraum war eigentlich gefüllt mit Anni-Sachen. Aber, und da hat dein Vater recht, er sagt immer, wenn du jetzt 3 Tage wegfährst, hast du fast dieselbe Menge dabei, weil es ist fast immer egal. Du hast halt immer sau viel Zeugs dabei. Und dann nimmst du halt den Bike lieber umsonst mit, als dass das Kind irgendwie friert und du hast Stress, dass du da irgendwie sie in Decken wickeln musst und keine Ahnung. Ja, das ist eigentlich so. That's it. Gute Sonnencreme. Gute Sonnencreme. Wollen wir das Thema anreißen? Hast du doch schon letztes Mal. Das hatte ich beim letzten Mal schon angerissen. Ja, das stimmt draußen. Geht's hier gut? Auch Windgeräusche machen. Gut, das ist so
so die Basics. Also alles, was ich irgendwie, was mir einfällt, verlinken wir euch hier unten in der Infobox an Equipment. Und ansonsten findet jeder so seinen Weg. Aber man braucht tatsächlich am Anfang erstmal gar nicht so alles, was man so kaufen kann. So Campingland wirst du irre. Und es ist auch ganz gut, wenn man vielleicht erstmal loszeltet und guckt, was man wirklich braucht und was, worauf man vielleicht verzichten kann, bevor man halt schon alles kauft. Ne? Das stimmt. Also wir hatten zum Beispiel auch überlegt, ob wir noch so eine Lampe brauchen, so eine Gaslampe. Die ist halt immer ganz cool, weil die so ein bisschen Wärme noch gibt. Ne? Ja. Und da haben wir erst gesagt, ach, brauchen wir nicht. Deswegen hat man sie nicht gekauft. Und im Urlaub haben wir da doch gemerkt, das ist schon schön, gerade auch für Anni, da so ein bisschen mehr Wärme zu haben. Genau. Gut. Zum Fazit kommen wir jetzt. Genau. Hallo Mareike. Hi, mein liebster Schatz. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Wie erholsam fandst du unseren Urlaub? 10 ist extremst erholsam. Du bist völlig relaxed und ausgeglichen wiedergekommen. Und 1, völlige Katastrophe. Du hattest mehr Stress als zu Hause. Ganz ehrlich? Ja. Null. Nein, das nicht. Aber ich überlege, ob es, so 5 wäre ja die Mitte, ob es eher negativer oder eher positiver noch zum Schluss. Also doch, ich würde mal sagen, so 5,5, 6. Man muss, ja, das stimmt, man muss ja auch irgendwie den Urlaub ein bisschen trennen und die erste Woche ein bisschen ausklammern, ne? Ja, weil es war dann zum Schluss ja schon sehr schön. Und in der ersten Woche war es schon nicht so schön. Nicht so schön. Die erste Woche war so am Rande der 0, 1, so. Warum? Weil es einfach viel zu heiß war für uns und auch für die Anni. Und wir uns eigentlich mehr Sorgen gemacht haben, als dass wir irgendwie genießen konnten. Also das war schon echt heftig. Das war gesundheitlich für sie auch einfach nicht mehr in Ordnung. Deswegen haben wir ja da auch die Reißleine gezogen und gesagt, wir gehen mal 3 Nächte oder 3 Tage in ein klimatisiertes Apartment, damit sie einfach mal ein bisschen da ihren Körper runterfahren kann und der nicht immer die ganze Zeit diesem Hitzestress ausgesetzt ist. Ne? Wir haben lustigerweise ja nachts trotzdem im Zelt geschlafen. Genau, ja. Aber erste Woche war halt eine Katastrophe deswegen. Zu heiß. Und welche Erwartungen hattest du vorher an diesen Urlaub? Ich meine, das war der erste große Urlaub mit Kind. Gleich 3 Wochen zelten. Also eigentlich hatte ich mir gar keine krassen Erwartungen. Ich hatte eigentlich so einen ganz normalen Urlaub erwartet, sagen wir es mal so. Also ich habe jetzt nicht erwartet, oh, es wird mega, mega, mega super toll und alles Friede, Freude, Eierkuchen und das ist so wie immer. Ich habe mir einfach eigentlich überhaupt gar keine Gedanken dazu gemacht. Nur halt schon, wir wussten, dass es sehr warm wird die erste Woche und darüber haben wir uns schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, das wird total anders oder anstrengend mit Kind. Das war vielleicht auch ein bisschen so der Fehler, dass man sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat zu, wie Urlaub mit Kind sein kann oder sein wird. Das war schon sehr anstrengend teilweise, ja. Ne? Ja. Ja, gerade weil sie halt dato auch noch gar kein guter Esser ist oder war, immer noch nicht ist, aber und wir halt somit auch irgendwie 4-mal pro Tag ihr einen Brei anrühren mussten, wenn wir Unternehmungen hatten, mussten wir den mitnehmen und so weiter, weil das halt irgendwie das Einzige war, was sie gegessen hat und irgendwie satt gemacht hat. Ich glaube, das war auch ein schwieriger Zeitpunkt von ihrem Alter her, weil ich glaube, hätten wir das viel früher gemacht, wäre es entspannter gewesen, weil Anni einfach noch nicht so viel macht, außer rumliegen und schlafen und essen. Ja. Und hätten wir es jetzt gemacht oder vielleicht sogar noch ein paar Monate später, wo sie jetzt schon laufen kann und sich selbst ein bisschen beschäftigen kann, ein bisschen besser ist, wäre das, glaube ich, auch schon wieder entspannter. Ich glaube, es war genau so ein Zeitpunkt, wo sie, sie bisschen wollte total viel. Ja, so ein bisschen stehen kann. Man konnte aber auch nicht weggehen, ohne dass sie sich auf den Mund legt. Ja. Musste halt immer dabei sein, bei jedem kleinen Spielplatz, bei jeder Rutsche dabei sein. Und das war, glaube ich, auch ein schwieriges Alter für sie. Und ich finde halt, man hat in diesem Urlaub, man muss halt einfach akzeptieren, dass man in einem Urlaub mit Kind, wir dachten so, oh, wir gehen voll schön wandern in die Berge und so weiter. Ne? Das haben wir irgendwie einmal versucht, wo es so warm war. Da war sie halt völlig durchgeschwitzt und wir auch nach ungefähr 1 Kilometer, dann haben wir wieder umgedreht. Man sieht halt mit einem Kind in einem Urlaub auch Tiere, Spielplätze. Da sind einfach Hühner und Pferde und Hasen und Meerschweinchen viel interessanter als die Berge. Ja, habe ich mir auch gedacht. Man hätte jetzt auch einfach 30 Kilometer auf den Campingplatz fahren können und es wäre für Anni auf jeden Fall dieselben Eindrücke gewesen. Es ging ja ein bisschen um die Eltern, aber gut, für uns war es trotzdem auch schön, mal ein bisschen frische Luft und mal ganz woanders und mal anderes Essen und so. Das ist ja schon auch cool, ne? Dass man halt da auch mal auf den Markt geht und solche Sachen. Aber
dieser ganze Tag, gerade auf dem Campingplatz, dreht sich halt trotzdem einfach noch um das Kind. Und man muss trotzdem seinen Abwasch da machen und man muss trotzdem Wäsche waschen. Und ich habe noch nie auf dem Campingplatz so viel gewaschen wie diesen Urlaub, weil wir einfach so viel Wäsche hatten mit diesem Kind. Ja, ist halt einfach so. Nur draußen und mit Kind. Ich glaube, wir haben alle 3-4 Tage gewaschen, ne? Macht man ja zu Hause auch, aber ja, habe ich halt gar nicht drüber nachgedacht vorher. Und da hat man dann noch so ein bisschen so eine Klatsche in die Realität bekommen. Ich glaube, wir bleiben auch auf jeden Fall Camper. Wir werden das auf jeden Fall auch weiterhin machen mit dem Zelten. Aber wir haben jetzt auch schon gesagt, jetzt wo ich nochmal Urlaub habe, lass einfach mal in, weiß ich nicht, ein Hotel, ein Familienhotel, wo man Frühstück bekommt, wo man die Betten gemacht bekommt, ja, wo man sich neue Handtücher bekommt. Alles kümmern muss, einfach genau. Wirklich um ein bisschen Erholung zu haben. Dass man sich aufeinander konzentrieren kann und nicht so auf auch noch diesen Haushalt im Zelt, ist ja auch nochmal eine Schwierigkeit, da irgendwie ein bisschen in Ordnung zu halten. Ja, aber das haben wir ganz gut hingekriegt. Ich fand auch, trotz Hitze, ne? Summa summarum, du musstest ja 3-4 Mal am Tag den Brei zubereiten. Da sah immer dieses Kochfeld auch aus wie Hulle und ja, deswegen einmal pro Jahr, glaube ich, machen wir jetzt schon so Ferienhaus, Hotelgeschichten und den großen Urlaub, Sommerurlaub meistens dann mit trotzdem Zelt. Im Zelt. Es ja, ist schon cool mit Zelt, gerade auch ne, schnell andere Kinder rechts und links kennenlernen, also das muss man schon sagen. Ne? Ja, wir haben andere Kinder gesehen, da ein paar Jahre älter, vielleicht 1-2 Jahre älter, die den ganzen Tag unterwegs waren auf so einem Campingplatz, weil die sofort Anschluss gefunden hatten. Ja. Also ich glaube, es war wie gesagt schon so eine sehr anstrengende, so ein anstrengendes Zeitfenster. Nichtsdestotrotz auch sehr schön und auch erholsam, aber schon anders. Es kam halt viel zusammen. Es war halt super schade, dass wir so negativ da reingestartet sind. Ne, meine Eltern sind halt extra diese erste Woche mitgefahren, weil wir dachten, oh, dann können wir echt mal ein bisschen irgendwie uns an den Pool legen, während die Kleine bespaßen. Aber dadurch, dass es einfach so heiß war, wollte sie auch nur an mir dran sein und ich konnte sie halt gar nicht abgeben, noch nicht mal Konstantin hatte eine Chance. Also das war schon echt fies. Und das halt eine Woche lang bei 40 Grad, also es waren wirklich 40 Grad, jetzt nicht übertrieben. Nein, oder mindestens so. Sogar. Ne? Also ja, wir hatten sogar 1-2 Tage, wo es über die 40 Grad war. Und es war einfach abartig, ne? Also sie hatte teilweise nur eine Windel an und ihr so einen roten Kopf und trotzdem geschwitzt. Das war einfach super schade, ne? Und dann viele sagen, ja, dann geht doch ins Wasser mit der Kleinen oder in den Pool. Dieses Kind hat zum ersten Mal Erfahrung mit einem Wasser gemacht, was kälter war als 37 Grad und ihr Badewasser ging gar nicht. Die konnte da vielleicht 3 Minuten drin sein, wenn überhaupt, und auch nur mit den Beinen und dann war die wieder unterkühlt. Ist natürlich auch schwierig, ne? Ja, es war irgendwie, war da am Anfang der Wurm drin. Wir haben auch gesagt, wenn das diese heiße Woche die letzte Woche gewesen wäre, wären wir einfach nach Hause gefahren. Ja. Aber weil ja alles so geplant war mit meinen Eltern, ja. Ja, man darf auch jetzt diesen ganzen Urlaub nicht auf diese erste Woche reduzieren. Das war schon einprägend, aber die letzten 2 Wochen waren da schon echt entspannter. Wir waren entspannter und haben das dann auch. Ja, und ich finde, wir haben das auch super gemacht mit Zelt aufbauen und Zelt zusammenbauen auch wieder, ne? Wir haben das irgendwie alles gut vorbereitet einen Tag vorher und dann in ihrem Mittagsschlaf halt alles abgebaut und sind dann halt abends gefahren. Also das ging echt, also Abreise ging echt super. War echt super, das haben wir auch ganz relax, sag ich mal, ohne uns da hetzen zu lassen, gemacht. Und wir hatten so Panik auch vor der Fahrt jeweils und das ging hin und zurück. Also hier zurück war ja mega gut und hin ging es ja auch gut. Haben wir Fahrt nicht schon genau beschrieben? Fahrt haben wir genau beschrieben, ne? Nur das so als Fazit nochmal, da hatten wir auch Panik vor. Ja, so war summa summarum ein schon anstrengender Urlaub, aber... Oh, sehr schön. Auch sehr schön. Ja, man muss sich halt drauf einstellen, mit Kind ist es... Ein Urlaub nicht mehr zu vergleichen wie die Urlaube früher. Einfach, es ist einfach ein ganz anderes Urlaub machen. Und man muss ja einfach Momente genießen, die halt früher selbstverständlich waren und die halt jetzt einfach dann richtig schön waren. Ne? Und man muss vielleicht auch anders planen, wenn die Kleine wach ist um 8 Uhr oder 7 Uhr auf dem Campingplatz und dann macht man sich halt irgendwie einen Kaffee to go und geht mit ihr erstmal da auf den Spielplatz und trinkt halt da in der Sonne gemütlich seinen Kaffee, während sie schaukelt. Das muss man halt dann einfach organisieren. Damit man mal vielleicht eine Minute auch mal Erholung spürt. Ja, einfach auch im Urlaub mit Kind organisiert sein, ist halt trotzdem wichtig. Das stimmt. Vielen Dank. Möchtest du noch was sagen? Nein, ich würde das immer wieder so machen. Vielleicht eine Woche später fahren. Das halt nochmal. Das ist krass, obwohl wir darauf eingestellt waren, dass es heiß wird. Hat uns trotzdem echt nochmal auf den kalten Fuß erwischt, ne? Ja, wir haben da auch, also da wurde es ja auch immer heißer. Wir hatten einen super schönen Platz, der halt komplett im Schatten lag. Nur nachmittags war die Sonne da. Also er war wirklich bis um, sagen wir mal, 13 Uhr im Schatten.
und ab 18 Uhr wieder. Aber diese Stunden halt, das waren halt die heißesten Stunden und da war es, wir haben halt überhaupt nirgendwo hingehen können, wo wir einfach mal ein bisschen Kühlung hatten. Ne? Und man kann auch keine 4 Stunden im Einkaufsladen verbringen, das geht halt auch nicht. Obwohl wir es fast geschafft hätten. Ja. Okay, ihr Lieben. Was sagst du denn nochmal auf einer Skala von 1 bis 10? Wie fandst du es denn? Ja, wenn man die erste Woche ausklammert, meinst du? Nee, insgesamt. Insgesamt? Ich habe auch insgesamt gesagt. Ja, war schon so eine 5 bis 4. Okay. Also es war schon anstrengend. Also ich kam schon wieder und ich war nicht gerade jetzt erholt. Ich musste arbeiten dann. Obwohl, nee, ich hatte noch zwei Wochen. Hast du noch zwei Wochen Zeit. Noch zwei Wochen Zeit, wo ich ein bisschen Kraft tanken konnte. Aber es war ja, wir haben zwischendurch schon auch gesagt, ne? Zu Hause haben wir alles, ne? Hätten wir alles gehabt und wäre es halt kühler gewesen. Warum sind wir überhaupt gefahren? Ja. Aber gut, das war halt alles in dieser ersten Woche und danach war es schon auch schön. Wir haben dann auch gesagt, als die zweite Woche rum war, ne? Aber jetzt schon nach Hause fahren wäre blöd. Gut, dass wir doch 3 Wochen unterwegs waren. Ja. Gut. Du kannst jetzt noch erzählen, dass sie dich bei Instagram adden sollen. Hashtag Maraikinini. Oder ich blende euch. Machst du Werbung für mich? Hä? Machst du Werbung für mich? Mach das nicht um mich. YouTube, Abo, was haben wir noch? Facebook. Willst du noch was zu meinem Geburtsvorbereitungskurs sagen? Ach so. Konstantini hat einen super coolen. Konstantini. Ich nenne ihn immer so. Hat übrigens einen super coolen neuen Geburtsvorbereitungskurs aus 11 Folgen. Und die sind jetzt auch einzeln buchbar, ne? Mhm. Auch mega gut. Also wenn euch vielleicht nur ein Thema interessiert, könnt ihr auch nur das buchen. Aber ja, ist total interessant und auf jeden Fall ein Leben lang gültig, sodass, wenn ihr auch noch ganz am Anfang einer Schwangerschaft seid, ihr den jetzt schon buchen könnt, weil ihr könnt da dann immer drauf zugreifen. Selbst wenn ihr 6 Kinder bekommt. Selbst wenn man 6 Kinder bekommt, genau. Oder auch 2 oder auch nur 1. Egal. Jetzt musst du nochmal in die Kamera winken. Tschüss. Tschüss.